Arnor ist ein großes Menschenkönigreich gewesen, das eine große Ausdehnung gehabt hat und vor allen Dingen war es dicht besiedelt mit vielen Einwohnern. Der Handel war sehr stark, viele reisten in die schöne Stätte von Arnor. Doch es gab schon erste Entvölkerung in der Stadt Anominas. Das war eigentlich die richtige Hauptstadt gewesen, doch der Titel wurde geändert und zwar wurde dann Fornos die neue Hauptstadt. Eine große Stadt, bei der sich der König aufhält und viele Menschen wohnen. Ein großer Nachteil der Dúnedain im Norden ist, dass sie sich nicht so schnell vermehren als die Menschen in Gondor und so war der Wachstum begrenzt. Doch dann passierte etwas ganz Schlimmes. Und zwar starb der 10. König von Arnor und er hieß Erendur. Doch er hinterließ 3 Söhne. Der älteste Sohn hieß Amleif und er wollte eigentlich Anspruch über ganz Arnor erheben. Denn eigentlich ist er auch der Thronerbe. Doch seine Brüder weigerten sich und so wurde Arnor gespaltet in 3 Gebiete. Amleif bekam Arfetein mit der Stadt Fornos und die anderen beiden greiften natürlich gleich zu Rudaur und Cardolan. Nun war Arnor gespaltet und das war schon der erste Schritt für den Fall von Arnor. Da gab es dann auch kleinere Konflikte zwischen den 3 Söhnen, denn es ging nämlich auch um das Gebiet Armong-Suel und der Palantir, der dort war. Nun sind einige Jahrhunderte vergangen und der Hexenkönig von Angmar hat natürlich Wind von der ganzen Sache bekommen und wusste, dass diese Uneinigkeiten eigentlich ideal sind. Und das machte er auch sich gleich zunutze, denn das Gebiet Rudaur verbündete sich mit dem Hexenkönig von Angmar und es gab dort fast keine Dúnedain, die dagegen vorgehen konnten, denn es lebten fast nur Bergmenschen dort. Der neue König von Arvedain namens Argeleb I. wollte Arnor nun endlich wieder vereinen und Frieden schaffen. Cardolan stimmte zu und wollte mitmachen, aber Rudaur widersetzte sich, denn die Hügelmenschen wollten es nicht. Und somit stellte er viele Soldaten auf in der Nähe von Armong-Suel, denn Angmar hat zeitnah gleich angegriffen und Argeleb erschlagen. Doch sein Sohn Arvelek I. kommt mit Lindon und Cardolan und trieben Angmar zurück. Doch Angmar ließ nicht locker und dann passierte es. Armong-Suel wurde erobert vom Hexenkönig von Angmar und Arvelek und ein Prinz von Cardolan starben bei der Schlacht. Der Palantir konnte aber noch rechtzeitig nach Fornos gebracht werden, damit der Hexenkönig ihn nicht bekommt. Die Menschen flohen dann auf die Hügelgräber, denn viele Teile von Cardolan wurden komplett zerstört. Arnor war jetzt viel zu schwach und konnte den Ansturm nicht standhalten, denn der Hexenkönig war bis jetzt einfach zu stark. Doch dann kam noch etwas viel Schlimmeres und zwar die große Pest und die hat Cardolan noch mehr entvölkert. Sogar die Stadt Tarband wurde komplett entvölkert und in dieser Stadt waren tatsächlich Gondor und Arnor Soldaten stationiert. Das nutzte der Hexenkönig gleich aus und schickte die Grabunholde los zu den Hügelgräbern und ließ sie entweihen. Nun waren die Hügelgräber komplett verpestet mit den Grabunholden. Und Cardolan ist komplett gefallen und Arvedain musste sich gleich was einfallen lassen, denn jetzt gibt es eigentlich fast kein Arnor mehr. Im Jahr 1940 des dritten Zeitalters heiratete der Thronfolger von Arnor die Tochter des Königs von Gondor. Arve Dui hieß der und der wollte einfach nur so schnell wie möglich sein Reich retten. Er wollte gegen den Krieg von Angmar einfach überstehen und deswegen braucht er Hilfe. In Gondor selbst wird der König Erniel II. Gekrönt und er hat recht gute Beziehungen zu Arnor und verspricht baldige Hilfe mit einer Armee. Denn Arve Dui schickte gleich einen Brief und darin stand, dass Angmar bald angreifen wird und zwar die Hauptstadt Fornost. Es ist nun das Jahr 1974 des zweiten Zeitalters und nun ist der Tag gekommen. Und das letzte Kapitel von Arvedain. Der Hexenkönig von Angmar griff bei einem starken Winterwetter an und es ging jetzt nun los. Die Belagerung der Stadt Fornos. Denn die Streitkräfte vom Hexenkönig griffen nun die Stadt an und die Menschen von Arnor versuchten alles zu tun, um den Hexenkönig aufzuhalten. Doch er war zu stark, er kam mit seiner geballten Power und die Menschen waren einfach viel zu schwach und konnten den Ansturm nicht aufhalten. Und somit hatten sie eigentlich keine Chance gehabt. Die letzte Stadt von Arnor ging jetzt nun an den Hexenkönig von Angmar. Arve Dui war der letzte König von Arvedain und starb dann auch. Und er konnte sein geliebtes Restkönigreich nicht retten. Erst später kommt Gondor mit einer mächtigen Armee und die Elben schließen sich natürlich gleich an und kämpften gegen den Hexenkönig von Angmar und befreiten Arnor wieder. Am Ende war Angmar besiegt und Arnor auch. Nur noch Überbleibsel von Arnor waren noch da, wie die Dúnedain Waldläufer.
Das wäre der Fall von Arnor gewesen, nochmal ein bisschen genauer beschrieben. Und es ist einfach Wahnsinn, was für Finessen alles so schuld daran waren. Einmal war Angmar dran schuld und auch die schlechte Politik und die Teilung. Der König hat einfach gefehlt und das führte zu Instabilität und die Bevölkerung war nicht zahlreich genug, wie Gondor zum Beispiel. Unterstützt mich doch bitte durch ein Like, durch ein Abo, da würde ich mich sehr drüber freuen und schaut mal auf meinen Seiten vorbei, wie bei Facebook, Twitter und Instagram. Und ich habe natürlich auch hervorragende Kollegen, die sehr gute Videos machen. Einmal Mythen aus Westernis, Tolkien erklärt, Artco, der Herr der Ringe Stories und natürlich auch Doku Factory. Links sind in der Beschreibung. Dann danke ich euch und wünsche euch noch einen wunderschönen Tag. Tschüss! Und bis bald.